Der Pazifik mit seinen 1000 Geheimnissen. Eines davon ist mehr als 500 Jahre alt. Bevor einst ein Kronprinz der Inka den stillen Ozean, erreichte der Mann mit seinem Gefolge entlegene Küsten und schließlich gar die Osterinsel? Erbauten Steinmetze aus dem alten Peru die Mauern auf dem abgelegenen Eiland? War der Norweger Thor Heyerdahl auf der richtigen Spur, als er mit der Kon-Tiki nach Westen segelte und bewies, dass Winde und Strömungen ein Floß von Südamerika bis Polynesien treiben können? Ein Historiker aus Lima glaubt, die Antworten zu kennen. Er weiß, wer die Südsee für die neue Welt entdeckte und wie die Seefahrer von Osten her auf die Insel kamen. Und mit ihnen Früchte aus Südamerika, die Süßkartoffel und die Kokosnuss. Ein abgelegenes Tal in den peruanischen Anden. Vor 1000 Jahren lebte dort das Volk der Chiribaya, Bauern und Fischer. Für Archäologen eine ergiebige Fundgrube. Im trockenen Boden stoßen sie immer wieder auf gut erhaltene Mumien und wertvolle Grabbeigaben, verborgen in tiefen Erdlöchern. An einem frühen Morgen im Oktober 2002 macht das peruanische Team erneut eine Entdeckung. Grabungsleiter Gerardo Alvarez findet ein winziges Holzfloß. Die Radiokarbon-Datierung ergibt später, dass es 800 Jahre alt ist. 120 solcher Miniaturflöße, die meisten aus Balsa-Holz, haben die Forscher schon aus der Erde geholt. Die Menschen der Chiribaya-Kultur holten sich Nahrung aus dem Meer, denn der karge Boden gab ihnen nicht genug zu essen. Und dafür bauten sie einfache Flöße, mit oder ohne Segel. Sie konnten damit Fischgründe fernab der Küste erreichen. Als die Inka im 12. Jahrhundert dieses Tal erobern und seine Bewohner unterjochen, übernehmen sie deren Technik des Floßbaus und der Fischerei. Die Flöße wurden von da an immer wichtiger für Handel und Gewerbe der Andenwelt. Eine Mumie, eingewickelt in Sackleinen. Die Archäologin Sonja Guillén hätte sich nicht träumen lassen, in dem verlassenen Tal derart aufsehenerregende Objekte auszugraben. Ein Floßmodell mit Harpune und Seil. Die Ausstattung legt nahe, schon vor Jahrhunderten jagten die Menschen auf Flößen nach Haien und Buckelwalen. Noch heute fahren die peruanischen Küstenfischer mit einfachen Flößen aufs Meer hinaus. Längst sind die Netze aus Kunstgarn. Das Handwerk aber blieb das gleiche. 1000 Jahre wie ein Tag. Ausgangspunkt der Geschichte von Tupac Yupanqui. Am Pazifik begegnete der Inka-Fürst einst einer Gruppe von Handelsflößern. Tupac Yupanqui ist von ihren Erzählungen so begeistert, dass er ein Abenteuer wagt. Der Sohn und Thronfolger des legendären Inka-Königs Pachacutec ist 25 und bricht zu seinem zweiten Eroberungskrieg ins heutige Ecuador auf. Am Golf von Guayaquil lässt er viele Flöße bauen, macht sich mit ihrer Handhabung vertraut und wagt sich schließlich vor Manta hinaus aufs Meer. 1470. Der Inka-König Pachacutec auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er herrscht über ein riesiges Reich. Sein Sohn Tupac Yupanqui ist oberster Heerführer. Sie nennen sich Kinder Intis, Kinder der Sonne. Die höchste Gottheit gibt ihnen Kraft, das Feuer, das Leben und jene militärische Stärke, mit der sie nach und nach alle Gegner unterwerfen.
Zur Stunde des Sonnenaufgangs unterzieht sich Tupac Yupanqui der rituellen Reinigung. Wasser aus dem geweihten Quell. Er trinkt es aus der magischen Spondylus-Muschel. Vor dem jungen Anführer liegt ein weiter Marsch. So wie das Gold im Feuer geschmiedet wird, so härtet er sich nun in der heiligen Flamme. Er soll nach Norden ziehen und feindliche Stämme ins Joch zwingen. Sei stark, aber niemals grausam und ungerecht, so die mahnenden Worte seines Vaters. Er überreicht dem Thronerben den goldenen Gürtel des legendären Urahnen Manco Capac. Der Talisman soll den Jungen vor Gefahr schützen. Bleibe maßvoll, mein Sohn, und halte dich an die Weisung der Sterne. Tupac verspricht, bis zur nächsten Wintersonnenwende zurück zu sein. Begleitet von seinem Hofstaat, von Priestern und Offizieren, macht sich der Thronerbe auf den langen Weg. Knapp 5000 Leguas, über 20.000 Kilometer, umfasst das Straßennetz in der Blütezeit des Reiches. Das Rad nutzten die Inka nicht, denn sie kannten keine Zugtiere. Die aufregende Geschichte des Tupac Yupanqui ist überliefert. 30 Jahre nach der Eroberung Perus durch die Spanier schreibt sie der Chronist Sarmiento de Gamboa für die Krone nieder. Von den Inka selbst existieren keine schriftlichen Dokumente. Geschriebenes Wort sieht das Volk zum ersten Mal bei seinen Besatzern. Der Gelehrte hört mehr als 40 Zeitzeugen. Ihre Aussagen leisten sie unter Schwur. Einer von ihnen erzählt, mein Großvater war Offizier im Heer des Tupac Yupanqui. Er zog mit ihm hinunter zum Pazifik. Dort sahen sie große Flöße und hörten Geschichten von reichen Inseln, weit draußen, nahe dem Untergang der Sonne. Da beschloss der Fürst, Flöße zu bauen und der Sonne zu folgen. Ein Jahr lang war er unterwegs. Wenn er etwas nicht versteht, zieht der Spanier Dolmetscher hinzu, die aus dem Quechua, der Inka-Hochsprache, übersetzen. Spätere Aufzeichnungen bestätigen die legendäre Seefahrt des peruanischen Kronprinzen. Waren die Holzflöße damals überhaupt hochseetauglich? Meister Enrique Guillén will den Beweis erbringen. Am ecuadorianischen Pazifik baut er mit seinen Leuten ein Inka-Floß nach. Sein erster Versuch für eine amerikanische Crew ist vor Jahren gescheitert. Den 12 Meter hohen Mast setzen die Männer tief in die Planken. Er muss starken Winden trotzen. Bei Neumond soll es losgehen. Doch eine Sorge plagt den Konstrukteur noch. Es sind die Termiten, kleine Insekten, die sich auf See ins Holz fressen und die Stämme von innen aushöhlen. Dann saugen sie sich voll und sinken. Unser Fehler damals, wir haben die Planken nicht kalfatert, das heißt mit Teer bestrichen. Deshalb ist das Floß der Amerikaner gesunken, wegen der Termiten. Historiker haben das Reich der Sonnensöhne oft mit dem der Römer verglichen. In seiner straffen Staatsführung, der militärischen Disziplin und dem Eroberungswillen stand das Inka-Zentrum Cusco dem alten Rom nicht nach. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erreicht das Herrschaftsgebiet der Inka seine größte Ausdehnung und erlebt kulturell die höchste Blüte. Seinen Vater Pachacutec beerbt Tupac Yupanqui später, ein Julius Cäsar der neuen Welt. Seine Macht mehrt er durch Kriege. Oberhalb von Cusco lässt er die Festung Sacsahuaman erbauen, aus großen, kunstvoll gefügten Blöcken. Eines Tages befiehlt Tupac Yupanqui, für geplante Feldzüge in ganz Peru Truppen auszuheben. Getrieben von Ehrgeiz zieht der Inka von Schlacht zu Schlacht. Überall in den Anden will er mit den Soldaten aufrührerische Stämme niederwerfen und neue Prunkbauten errichten. Schon bald reicht sein Einfluss im Süden bis ins heutige Chile und im Norden bis nach Kolumbien.
Tupac Yupanqui ist der 10. Inka-König in Cusco. Mit ihm erlebt das Imperium einen Höhepunkt. Sacsayhuaman hat er geplant und gebaut. Die perfekt gesetzten Quader sind wie eine Botschaft an die Nachwelt. Seht her, kein anderes Volk kann solche Steine setzen. Wir Peruaner sind stolz auf dieses Erbe. Wie die Steinmetze die schweren Quader freilegten und aus dem Fels brachen, wie sie die Blöcke über die Berge an ihren Bestimmungsort schleppten, ist bis heute ein Rätsel. Ebenso unerklärlich bleibt, wie sie ohne geeignetes Werkzeug Kanten schlugen und die Konturen der Steine glätteten. Zwar gab es Brecheisen, doch sie waren nicht gehärtet, das heißt für die Bearbeitung nicht stabil genug. Den Frondienst in den Steinbrüchen verrichteten Kriegsgefangene und zwangsumgesiedelte Sippen. Eine endlose Plackerei zum Ruhme des Herrschers. Nahm Tupac die Steinhauer sogar mit auf die große Seereise? Niemand weiß es. Der spanische Chronist überliefert, eines Nachts hatte Tupac Yupanqui einen Traum, der ihm die Zukunft offenbarte. Er werde an den Rand des großen Meeres kommen, wo Gott Inti allabendlich in den Fluten versinkt. Am Ufer werde er Seeleute treffen, die ihm von fernen Inseln berichten, mit vielen Bewohnern und reichen Schätzen. Da habe der Inka den Antarqui rufen lassen, einen Zauberer, der sich im Gefieder eines Vogelmenschen in die Lüfte schwingen konnte. Er sollte zu den fernen Inseln vorausfliegen und erkunden, ob sie erreichbar seien und wie viele Monde die Fahrt dauere. Der Vogelmensch kehrte mit der Kunde zurück, die Berichte der Seeleute stimmen. Das bewog den Sohn der Sonne, das gefahrvolle Unternehmen zu wagen. Soweit der Traum. Eine schicksalhafte Entscheidung, zumindest für viele seiner Gefolgsleute. Ein langes Jahr voller Entbehrungen und Gefahren brach an. Von der Hauptstadt Cusco aus war Tupac Yupanqui über 3000 Kilometer durch die Anden nordwärts gezogen. Dabei standen kriegerische Auseinandersetzungen auf der Tagesordnung. Schließlich erreichte er die Pazifikküste bei Manta. Zur Zeit der Aussaat hatte Tupac seine Residenz verlassen. Kartoffeln und Mais waren längst reif und mussten eingefahren werden. Die Legende erzählt, eines Morgens ernteten die Indios im Urubamba-Tal Kumara Süßkartoffeln. Mit der Chaquitaquia, einem Grabstock, den sie auch heute noch benutzen. Auf seinem Weg zum Meer kam Tupac Yupanqui an einem der Felder vorbei. Völlig überrascht hielten die Bauern in der Arbeit inne und erwiesen dem Gottgleichen ihre Reverenz. Er ließ sofort anhalten, um die Huldigung seiner Untertanen entgegenzunehmen. Dem Herrscher näherte sich eine Bäuerin, in den Händen einen Korb voller Süßkartoffeln. Eine couragierte Aktion, denn allein der Priester und kein gemeiner Sterblicher durfte zu dem Sohn der Sonne sprechen und ihm in die Augen schauen. Ich danke euch für das Geschenk, liebe Frau. Ich werde es mit auf meine Reise nehmen, sprach der Fürst. Und so habe die Süßkartoffel ihren Weg hinunter zur Küste und über den Pazifik in die Südsee gefunden. Mit Tupac Yupanqui reisten auch der Flaschenkürbis und die Baumwolle übers Meer. So viel steht fest. Der Inka kannte den Weg durch die Berge von seinen zahlreichen Feldzügen. Das ausgedehnte Wegenetz mit Seilbrücken über die Flüsse ließ ihn gut vorankommen. Unterwegs nächtigte er in Garnisonen. Und doch wäre der Heerführer ohne die Kunde der Chaskis, der schnellen Boten, nicht sicher gereist. Der Läufer führte den Kipu, eine Knotenschnur, mit sich. Die geknüpften Fäden, eine Art Schriftersatz und Gedächtnisstütze. Der Priester gibt an den Inka die Nachricht weiter.
Der nahe Außenposten hat bereits Speisen für den Tross vorbereitet und bietet ausreichend Lager für die Nacht. Zum Dank lässt der Fürst dem Boten Kokablätter überreichen. Aus privilegierter Hand ein unschätzbares Geschenk. Es gibt dem Chaski Kraft und Ausdauer für die weiten Wege durch die Berge. Dem Experiment der Floßbauer droht das Aus. Schwere See hat das Fahrzeug kurz vor der Fertigstellung tief in den Ufersand gedrückt. Die Männer haben Mühe, es freizuschaufeln. Eine kleine Katastrophe, soll es doch in wenigen Tagen auslaufen. Zum Glück ist der turmhohe Mast gut verteut und die Verschnürung der Stämme hält. Ein gemeinsamer Kraftakt löst das Problem. An der Küste von Ecuador feiern die Menschen alljährlich das alte Fest der Flößer. Ein Spektakel der Pantomimen und Possenreißer. Als Glücksbringer haben die Mädchen Spondylusmuscheln mitgebracht. Der Überlieferung nach sind von dieser Küste schon vor 3000 Jahren Flößer ausgefahren. Eine einzigartige Schau. Zelebriert zu Ehren von Seejungfrau und Neptun, den mythischen Wesen der Meere. Obwohl sie schon lange nur noch kleine Flöße bauen, das traditionelle Handwerk haben die Einheimischen nicht verlernt. Als die Spanier 1526 vor der Küste ein Floß kaperten, nahmen sie 20 Indios gefangen. Frauen und Männer, die sich damals, nach 50 Jahren, noch an die Pazifikfahrt des großen Inka erinnern. Tupac Yupanqui war ein zweiter Kolumbus. Und die Seeleute seiner Zeit standen den Wikingern nicht nach. Sie wussten, wie man von hier aus nach Westen segelt und die Südseeinseln erreicht. Der Inka entdeckte mit ihrer Hilfe Ozeanien. Die Strapazen auf See waren nicht so groß, wie man denken könnte. Die Floßfahrer kannten die Strömungen und die Winde. Ihre Flöße waren sicher und ließen sich leicht navigieren. Dank der Stechschwerter. Ich kann mir die Pazifikfahrt gut vorstellen. Das heitere Leben in den tropischen Gefilden mag den Herrscher aus dem Hochland fasziniert haben. Vor allem die Seeleute. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Hell- und Dunkelhäutige, Gaukler, Feuerschlucker und Prahlhänse, die vorgaben, die ganze Welt zu kennen. Tupac Yupanqui hatte in den Monaten zuvor die Stämme an der Küste blutig niedergeworfen. Nun leisteten sie ihm Tribut, schickten ihm ihre schönsten Töchter. Und der Inka war kein Kostverächter. Besonders liebte er die Spondylusmuschel, ein Aphrodisiakum, wohlschmeckend wie die Auster. Der Regent ließ Seefahrer aus fernen Ländern zu sich bringen. Unter ihnen war auch ein Polynesier. Tupac Yupanqui wollte wissen, woher der Mann kam. Denn die exotischen Gesichtszüge waren dem Sohn der Sonne fremd. Er stamme aus einem Land jenseits des Ozeans. Auf dem Weg dorthin lägen viele Inseln. Als Tupac Yupanqui die Worte vernahm, gab es für ihn kein Halten mehr. Sofort befahl er den Bau zahlreicher Flöße. Die Männer vor Ort beschworen ihren Vogelgott, er möge die Abenteurer beschützen. Schon beim nächsten Neumond wollte Tupac Yupanqui mit seinen Getreuen in See stechen. Unter den Einheimischen suchte er die erfahrensten Navigatoren aus. Auch tüchtige Handwerker zum Ausbessern der Fahrzeuge durften nicht fehlen. Den Alltag der frühen Küstenvölker hat ein moderner Künstler auf riesigen Wandbildern festgehalten. Als farbenfrohe Erinnerung an eine längst vergangene Kultur. Bei Ankunft großer Boote, beladen mit unterschiedlichsten Produkten, war groß und klein auf den Beinen. Gelegentlich kamen befreundete Stämme und brachten den Ankömmlingen Gastgeschenke. Die Menschen am Pazifik lebten vorwiegend vom Handel. Unter den Waren rätselhafte Figürchen.
Ihr Aussehen ähnelt den massiven Steinköpfen auf der Osterinsel. Keramiken des Moche-Volkes aus Nordperu, darunter ein Vogelmensch. Terrakotten von einzigartiger Güte, mit allegorischen Darstellungen mutiger Seefahrer. Mangels Schrift formten die Künstler ihre Geschichten in Ton. Das berühmte Floß der Muisca aus vorkolumbianischer Zeit. Miniaturen aus purem Gold. Dargestellt ein Fürst mit seinem Gefolge auf großer Fahrt. Das Kunstwerk hat wesentlich zur Legende vom Goldland Eldorado beigetragen. An der Küste vor Manta sind die stürmischen Vollmondnächte vorüber. Stapellauf für das endlich fertiggestellte Floß. Das ganze Dorf hilft mit, das schwere Gefährt mit der Flut ins Wasser zu lassen. Ein Großereignis. Wie zur Zeit der Inka schmücken die Menschen noch heute die Flöße aufwendig mit grünen Zweigen und Blumen aus den Gärten. Die Jungfernfahrt soll unter einem guten Omen stehen. Wird das nach alten Plänen gefertigte Modell den Pazifik trotzen? Oder sinkt es schon beim ersten Sturm? Und schon geht es los. Die Wellen tragen das Floß hinaus. Der Mast steht fest, die Taue halten. Der Kapitän, ein erfahrener Seebär, tauft es auf den Namen der Meeresgöttin Umenia. Der Wind ist günstig. Doch das baumwollene Großsegel, vom Morgentau schwer wie Blei, lässt sich nur mühsam hissen. Dann setzen die Männer zum ersten Mal die Stechschwerter, die das Floß präzise steuern sollen. Das Risiko einer Fahrt über den Pazifik im 21. Jahrhundert vergleichsweise gering. Moderne nautische Geräte und ein Satellitentelefon, die elektronischen Helfer der Neuzeit. Seit es Thor Heyerdahl mit der Kon-Tiki geschafft hat, haben mehr als ein Dutzend Abenteurer versucht, den Pazifik auf einem Floß zu überqueren, ohne nennenswerte Havarie. Warum also sollte es nicht schon den Inka vor 500 Jahren gelungen sein? 1947 segelt Thor Heyerdahl von Peru Richtung Westen, auf der Route des legendären Kon-Tiki Viracocha. Es heißt, der König sei einst aus seinem Reich am Titicacasee vertrieben worden. Der Flüchtling folgte der Sonne über den Pazifik und gelangte nach Polynesien. Nach 101 Tag erreicht Heyerdahl das Südseeatoll Raroya. Dort wird die Kon-Tiki über das Riff geschleudert und zerbricht. Doch der Forscher konnte beweisen, ein einfaches Floß schafft es, den stillen Ozean zu überqueren, dank günstiger Strömungen und Winde. War der sagenumwobene Kon-Tiki in Wirklichkeit der Inka Tupac Yupanqui? Manches spricht dafür. Auch wenn die spanischen Chroniken in einem Punkt übertreiben, sie berichten von 20.000 Soldaten auf Hunderten von Flößen. Doch die Flotte war eher klein. Auf dem Hauptfloß der Fürst mit Steuerleuten, Priestern und Konkubinen. Sie gehörten zum Gefolge und dienten dem Inka. Nahrung ließ sich leicht beschaffen. Den Seefahrern folgten stets Schwärme von Fischen. In den warmen Gewässern am Äquator ließ der Herrscher nach dem begehrten roten Gold tauchen, der wertvollen Spondylusmuschel, die in Südamerika auch als Zahlungsmittel hoch im Kurs stand. Die einzig wirkliche Gefahr in jenen Breiten, die allgegenwärtigen Haie. Zum Schutz vor den Raubfischen rieben die Männer ihre Körper mit giftigen Tinkturen ein. Gab es in einem Jahr auffällig viele der roten Muscheln, so war dies ein Zeichen, dass sich die Gewässer erwärmten und El Niño nahte. Die Klimakatastrophe deuteten die Inka-Priester und Bauern damals als Warnung ihrer Götter. Seit Wochen ist Tupac Yupanqui mit seinem Gefolge unterwegs. Nur selten hat sich die Sonne gezeigt. Mit flinken Händen angeln die Männer Fische.
Sie sorgen dafür, dass jeder an Bord ausreichend zu essen bekommt. Süßwasser führt die Truppe in hohlen Bambusrohren mit. Die Indios fangen den Regen auf und wringen am Morgen den Tau aus den Tüchern. Außer Fisch stehen gerösteter Mais und Kartoffeln auf dem Speisezettel. Auch Trockenfleisch und Kokosnüsse gehören zum Vorrat. Doch bei allem Mangel an frischem Gemüse berichten die Quellen weder von Skorbut noch von anderen Krankheiten. Bei Tag halten sie die Flotte leicht auf Kurs. Sie folgen einfach der Sonne. Das Gestirn zieht in den Breiten am Äquator schnurgerade von Ost nach West. Bleibt die Sonne aber im Nebel verborgen, geraten auch die erfahrenen Steuermänner in Zweifel. Zum Glück ist der Mann aus Polynesien dabei. Der Passagier weiß oft Rat, denn er kennt die Route. Für die Kursbestimmung benutzen sie ein einfaches Instrument, einen Vorläufer des Sextanten. Der Steuermann misst den Höhenwinkel zwischen Horizont und Gestirnen. So kann er wenigstens vage die gewünschte Fahrtrichtung festlegen. Und doch, sie bleiben der Gunst der Götter ausgeliefert. Nachts fehlen geeignete Instrumente. Nur die Sterne am klaren Himmel, der Mond, die Venus und das Kreuz des Südens dienen als Orientierungshilfe. Von Manta aus legt die Expedition bis zur Südseeinsel Mangareva etwa 2500 Seemeilen zurück. Dann geht es weiter zur Osterinsel, 1500 Seemeilen nach Osten. Von dort schließlich fahren sie nach Hause, ins heimatliche Peru, so die These. Den Namen Awatchumbi aus den Chroniken deutet Professor Del Busto als Mangareva. Das tückische Korallenriff vor dem Eiland habe Tupac Yupanqui auf einem der kleinen Flöße mühelos überquert. Del Busto geht sogar noch weiter und nennt den Inka den wahren Entdecker Ozeaniens. Die Quellen sagen, es war eine von vielen Menschen bewohnte Insel, auf der es großen Reichtum gab. Waren sie in der Heimat des Polynesiers angelangt? Fest steht, vor Mangareva trägt eine Meerenge den Namen des großen Inka. Vielleicht brachten Tupacs Männer die Kokosnuss mit. Die Brotfrucht hingegen war in der Südsee schon früher heimisch. Die Kokosnuss, ein ergiebiges Nahrungsmittel. Sie liefert Milch und Öl im Überfluss. Botaniker wissen, die Frucht kann nicht als Treibgut angelandet sein, denn schon nach wenigen Wochen im Wasser verfaulen ihre Keime. Den Aufenthalt auf Mangareva nutzte Tupac Yupanqui für die Instandsetzung seiner Flotte. So die Vermutung. Annehmlichkeiten bot die Insel nicht. Vielmehr aber Gelbfieber und Malaria. Zur Sicherheit schlugen die Söhne der Sonne ihr Lager in den meernahen Höhlen auf. Noch heute, 500 Jahre später, erinnert ein alter Brauch an den Besuch aus Südamerika. Die Insulaner tanzen die Geschichte des mutigen Tupac, der einst mit der aufgehenden Sonne aus dem Osten kam. Mit Flößen sei er gelandet, wie sie die Polynesier nie zuvor gesehen hatten. Die Männer schwenken zwei schaufelige Paddel, eine Errungenschaft aus dem Andenreich. Die Legende vom großen Inka-Fürsten kennt auf Mangareva fast niemand mehr. Die traditionelle Feier längst nur noch ein Brauch. Allein der Dorfälteste erzählt hin und wieder seinen Landsleuten die abenteuerliche Geschichte, so wie seine Großmutter sie ihm in blumigen Worten überlieferte. König Tupac kam in Begleitung seines Bruders und mit großem Gefolge von Osten. Nach ihrer glücklichen Landung auf Mangareva erbauten sie den Göttern zum Dank zwei Tempel, sogenannte Marais, mit großen Findlingen und Steinblöcken, wie sie es gewohnt waren. Tupac hat den Bewohnern von Mangareva reiche Geschenke hinterlassen, Kokospalmen und Süßkartoffeln.
Eines Tages verließ er die Insel, wie er gekommen war. Eines Morgens reisen die Hochland-Peruaner weiter. Mit günstigen Winden segeln sie Richtung Osten. Die magischen Kräfte des Vogelmenschen allein trugen kein Floß voran. Es bedurfte der Technik der Stechschwerter, um das Gefährt auf Kurs zu halten. Eine Technik, die in der abendländischen Seefahrt fast unbekannt war. Die Schwerter, zwei am Bug und zwei am Heck, machten nur in Verbindung mit dem Segel Sinn. Ein künstlicher Kiel, der es den Männern erlaubte, die Richtung zu ändern und sogar zu kreuzen. Auf See wechselte das Wetter ständig, von völliger Windstille hin zu tosenden Stürmen. Dann drohte die Takelage zu reißen, das Floß zu zerbrechen. Sofort musste das schwere Segel eingeholt werden. Stoisch klammerten sich die Indios an alles, was Halt bot. Stets einen Klumpen Kokablätter im Mund. Auch die Navigation auf den schwankenden Planken ein Glücksspiel. Für den Kronprinzen aus Cusco, der zum ersten Mal auf dem Meer unterwegs war, muss das Abenteuer mitunter zum Albtraum geworden sein. Die Sehnsucht nach der Ferne forderte ihren Preis. Nach langen Wochen nähern sie sich endlich einer Insel. Einheimische kommen ihnen entgegen. Denn die Inka können unmöglich aus eigener Kraft das Ufer erreichen. Das Eiland bietet nur wenige Buchten zum Anlegen. An vielen Stellen überragen steile Felsen die Küste. Im Morgengrauen leiten die Helfer die Flotte der Fremden zum Strand. Haben die Inka Ninachumbi, wie die Vulkanumgürtete in den Chroniken heißt, betreten? Vielleicht sogar die Osterinsel, wie Professor Del Busto glaubt? Für ihn bezeichnen beide Namen denselben Ort. Die Bewohner von Mangareva zumindest hatten dem Fürsten von großen Götterstatuen erzählt, so wie sie auf der Osterinsel zu finden sind. Sie sollten auf einem Eiland thronen, das ihre Bewohner Nabel der Welt nennen. Die Mannschaft sichert das Hauptfloß aus Furcht, die Flut könnte es davontragen. Ehrfürchtig blicken Tupac Yupanqui und sein Gefolge auf die gewaltigen Monumente. Solche überdimensionalen Figuren haben die Inka nie zuvor gesehen. Riesige Wächter aus Tuffstein, einzigartige Wahrzeichen, die weit ins Land blicken. Wer hat die Kolosse aus dem Fels gehauen und überall aufgestellt? Die stummen Zeugen, die zu Hunderten am Hang eines Vulkans stehen, Abbilder von Göttern oder Ahnen, als ewiger Schutz für die Bevölkerung. Der Norweger Thor Heyerdahl hielt die sogenannten Muais für das Werk altperuanischer Steinmetze, gefertigt von Gefolgsleuten des göttlichen Führers Kon-Tiki Viracocha. Heute wissen die Forscher, dass Siedler ab dem 4. Jahrhundert die mächtigen Statuen schufen. Steinritzungen stammen jedoch aus späterer Zeit. Rätselhaft der Ahu, ein Steinaltar mit Grabkammern. Hochgezogen aus massiven Quadern, fein gefügt wie die Mauern der Inka-Festung von Cusco. Eine Hinterlassenschaft von Tupac Yupanqui, eine Art Visitenkarte, seht, wir waren hier. Nein, das sind doch sehr weiche Steine, die jeder behauen kann. Wenn man die Blöcke genau betrachtet, stellt man fest, dass sie nicht so fein gearbeitet sind wie die von Cusco in Peru. Sie täuschen das Auge. Die Quader sind nur auf der Vorderseite fein aneinander gepasst. Nach hinten verjüngen sie sich aber. Ich vergleiche die Blöcke immer mit Fernsehgeräten, die nach vorn Wirkung machen sollen, hinter die man aber nicht schaut. Auf der Rückseite sind die Steine nur dürftig behauen. Doch keine andere Insel weist vergleichbare Mauern auf. Im pazifischen Raum beherrschten nur die Inka-Steinmetze die hohe Kunst des nahtlosen Fugens. Zwischen die Blöcke passt nicht einmal die Klinge eines Messers. Die wenigen Spalten hat ein Erdbeben verursacht. Die Bearbeitung der Rückseite hielten die Steinsetzer nicht für notwendig. Auf einem nahegelegenen Feld erntet eine Bäuerin Süßkartoffeln. Die Feldfrucht heißt bei den Einheimischen Kumara
Ein Indio-Wort, das auch die Andenbewohner vor 500 Jahren schon benutzten. Es steht außer Zweifel, dass die Kartoffel mit Seefahrern in die Südsee gelangte. Auf den Märkten der Insel verkaufen die Händler die Kumara in großen Mengen. Sie gehört zu den Hauptnahrungsmitteln. Archäologen und Botaniker gehen inzwischen davon aus, das Produkt kommt aus dem fernen Südamerika. Als der holländische Admiral Roggeveen am Ostersonntag 1722 als erster Europäer auf die Insel kam, waren die Steinaltäre zerstört, die meisten Statuen gestürzt. Eine Revolution hatte die Zeugnisse der Vergangenheit hinweggefegt. Thor Heyerdahl unternahm zwei Expeditionen zu dem Eiland, auf der Suche nach verlorener altperuanischer Kultur. In der Bucht von Anakena ließ er graben. Dort soll der Überlieferung nach ein fremder König gelandet sein. Der Forscher legte das Fundament eines Ahus frei, große Blöcke, perfekt zusammengefügt. Er war überzeugt, dass Steinmetze der Inka das Monument erbaut haben. Den Beweis für die These erbrachte er nicht. Dennoch glaubte Thor Heyerdahl unbeirrt, dass die Osterinsel von Südamerika aus besiedelt wurde. Sein Pionier der Südsee heißt Kon-Tiki Viracocha, der berühmte Vorfahre von Tupac Yupanqui. Es war eine Zeit der Kriege und der Dürren. Die Inka hatten die Anden bis zum Pazifik erobert. Die alte Kultur von Tiahuanaco am Titicacasee war erloschen. Und dann kam wohl wieder mal ein El Niño-Jahr mit all seinen Katastrophen. Trockenheit in den Bergen, Regenfluten an der Küste. In solchen Jahren treibt der Humboldt-Strom ein Floß von allein nach Westen, in die Südsee und zur Osterinsel. Es passt doch alles prima zusammen. Wo endet der Mythos und wo beginnt die Geschichte? Jedes Jahr am Ende des Sommers feiern die Inselbewohner die Ankunft eines legendären Königs. Sie nennen ihn Hotumatua. Er soll von Westen gekommen sein, aus dem fernen Polynesien. Hotumatua brachte seine besten Krieger, Bauern und Fischer mit. Und auch seine Lieblingsfrau, so heißt es. Die Einwanderer machten die Insel urbar, bauten Altäre und huldigten ihren Göttern. Die neuere Forschung belegt, es waren tatsächlich Polynesier, die als Erste auf der Osterinsel siedelten. Thor Heyerdahl hat sich geirrt. Bei dem farbenprächtigen Spektakel bewegen sich exotische Tänzerinnen zu traditionellen Rhythmen. Durch die Menge stolzieren Vogelmenschen auf Stelzen. Menschenfresser erschrecken die Festgäste. Erinnerungen an graue Vorzeit. Üppig geschmückte Prunkwagen mit allegorischen Darstellungen. Symbole für wichtige Etappen der Inselgeschichte. Im Corso dabei die stilisierte Figur eines Vogels. Das Motiv stammt aus dem alten Peru, daran besteht kein Zweifel. Der Kultplatz Orongo, hoch über den Klippen. Aus der Spätzeit der Inselkultur. Die Felsen sind übersät mit Petroglyphen, Darstellungen von Vogelmenschen. Eine in Stein gemeißelte Hinterlassenschaft der Inka, eine Botschaft der Priester des Tupac Yupanqui? Ich verstehe nicht, warum die klassische Osterinselforschung die peruanischen Bezüge nicht wahrnimmt. Dabei steht doch fest, die Inka sind auf die Osterinsel gekommen, so wie Polynesier in früher Zeit nach Südamerika gelangt sind. Für mich ist das ein überflüssiger Streit. Denn für diese Annahmen liegen zahllose Beweise vor. Lange mag der Inka-Fürst an den fernen Gestaden nicht geblieben sein. Professor Del Busto ist sicher, die Osterinsel war für die Besucher nicht mehr als ein willkommener Abstecher.
Die Route nach Hause forderte von den Seeleuten großes Geschick im Kampf gegen Stürme und widrige Strömungen. Schreckliche Monate auf dem engen Floß standen ihnen bevor. Schließlich musste Tupac Yupankis Mannschaft bis Peru 2.500 Seemeilen zurücklegen und den eiskalten Humboldt-Strom bezwingen. Doch entgegen aller Schwierigkeiten schafften sie irgendwie den Weg zurück in die Heimat. Eine grandiose Leistung, zu einer Zeit, als die Navigation noch am Anfang stand. Sarmientos Bericht über die Odyssee des Inka erregt am spanischen Hof großes Aufsehen. Nur wenige Jahre später schickt König Philipp II. Seine Flotte in die Südsee. Fasziniert von den Erzählungen, fasst Sarmiento den Entschluss, als Steuermann mit an Bord zu gehen. Als der Alte schließlich einen Kalenderstein hervorholt, traut der Spanier seinen Augen nicht. Der Indio sagt, sein Großvater habe das Stück von Tupac Yupanqui erhalten. Chincheros, eine Wegstunde oberhalb von Cusco, mitten in den Anden. Spanische Kolonialbauten und eine Kirche, errichtet auf den Mauern eines Inka-Palastes aus dem 15. Jahrhundert. Dort hat sich Tupac Yupanqui zur Ruhe gesetzt. Die Fassade dieses Palastes hat eine Reihe trapezförmiger Nischen. Offenbar hatte man hier lebensgroße Idole aufgestellt, die Tupac Yupanqui von seinen Eroberungszügen mitbrachte. In diesem Palast starb er um das Jahr 1485. Er war gerade mal 45 Jahre alt. Das Meer der Zeit und die Erinnerungen. Der Titicacasee, das zentrale Heiligtum des Inka-Reiches. Dort feiern die Indios zum Sommeranfang ihr traditionelles Fest. Schamanen beschwören die Naturgeister und weihen Kokablätter zu Ehren des Inka-Stammvaters Manco Capac und seiner Schwester, den Kindern des Sonnengottes Inti. In festgelegten Zeremonien lassen die Nachfahren die uralten Mythen wieder aufleben. Auch der Vogelmensch hat darin einen festen Platz. Ebenso wie das Gebet an die Sonne, die göttliche Urkraft, die alles Leben schuf, Menschen, Tiere, Pflanzen. Und die den Inka, der Schöpfungslegende nach, die Erde anvertraute. Macht sie euch untertan und dehnt das Reich in alle Himmelsrichtungen aus. Die große Fahrt des Tupac Yupanqui bis hin zur Osterinsel, demnach eine heilige Mission? Ein Vergleich mit den polynesischen Inselfesten zeigt verblüffende Ähnlichkeiten. Denn tausende von Seemeilen westwärts, im Pazifik, vollzieht sich alljährlich ein gleiches Ritual. Die glorreiche Ankunft König Hotumatuas auf der Osterinsel. Zwei Versionen von ein und derselben Geschichte. Wenn die Schilfboote das Ufer des Titicacasees erreichen, zelebrieren die Einheimischen noch heute die Ankunft des großen Inka. Seine Odyssee zur Osterinsel, überliefert von spanischen Chronisten. Eine Geschichte, die im Lauf der Jahrhunderte zur Legende wurde.